Einen schönen guten Morgen zusammen. Es ist so 7:15, 7:20. Ich mache mich jetzt auf den Weg zur nächsten Wanderung. Eine Burgruine steht wieder auf dem Plan. Ich meine, die heißt Falkenstein. Muss ich gleich noch mal eben schauen. Die Nacht hat es auf den Bergen ordentlich geschneit, hier im Tal. Deftig geregnet. Aber jetzt gerade ist es trocken, deswegen denke ich mir, ich lege einfach mal los. Regenwahrscheinlichkeit 30%. Ich habe meine Regenjacke vorsichtshalber eingepackt. Aber ich hoffe ja immer das Beste. Ja, dort seht ihr meinen Bulli. War ein schöner Stellplatz heute Nacht mit schöner Aussicht heute Morgen. Und jetzt geht es dort über einen Waldweg zur Ruine. Also, wenn ihr mögt, bleibt dran. Würde mich freuen. Dort ist so ein kleiner Wasserlauf schon. Und jetzt geht's hoch den Panoramaweg. Ich dachte, ich gehe direkt am Wasser unten, diesen schmalen Pfad. Hab mich aber vertan. Es geht los am Panoramaweg. Ja, hier im Wald wohnt jemand. Das hört sich jetzt merkwürdig an. Hier wohnt jemand. Aber ist halt schön. Komplett mit Solar-Photovoltaikanlagen da oben. Das hat schon was. Und Warnung, freilaufende Hunde sehe ich gerade. Das ist immer so mein Albtraum. Ja, die Züge im Tal hört man auch schon wieder gut. Aber ich habe Glück, hier steht das Hinweisschild rechts rein zur Burgruine Falkenstein. Also muss ich nicht bei den freilaufenden Hunden vorbei. Bin ich nicht böse drum. Ja, ihr seht, es ist echt noch duster. Und auch recht schmierig und rutschig hier auf den Steinen. Aber, ihr wisst ja, ich vergesse meistens die halbhohen Schuhe anzuziehen. Heute habe ich dran gedacht. Da muss irgendeiner an den Gleisen sein, sonst wird er nicht so oft hupen. Sonst hupt er nur zweimal hier auf der Strecke. Hier hat man den ersten Blick ins Tal. Und da hinten schön mit dem aufsteigenden Nebel. So schmierig und rutschig, wie es auf diesem Wurzelfaden ist, der ist so schön naturbelassen hier. Das macht richtig Spaß. Wenn man es vielleicht an meiner Stimme auch noch nicht so richtig hören kann. Ich bin so ein bisschen außer Atem. Aber es ist wirklich schön. Das ist rauf wieder so ein Weg, der Spaß macht. Aber mir graut es jetzt schon wieder vor dem Runtergehen. Das ist wieder so ein mehr oder weniger Rutschen und Schlittern dann. Aber jetzt erstmal den Aufstieg genießen. Hier ist so ein alter, umgestürzter Baum. Das sieht richtig bizarr aus. Schön, aber bizarr. Hier vor mir jetzt schön zu sehen, ich bin jetzt mehr oder weniger genau an der Nebelgrenze. Und hier schwirren auch schon die ersten Mücken. Aber herrlich. Echt herrlich. Sehr hohe Luftfeuchte, klar. Und ich glaube 2 Grad waren es, wo ich losgegangen bin. Ist schon irgendwie eine fiese Kombi. Aber der Weg ist immer noch gut. Hier auf den Baumstümpfen sind überall wieder diese kleinen Steinhaufen. Und ihr wisst ja, ich muss immer einen dabei packen fürs gute Karma. Auch hier somit wieder geschehen. Das ist echt so ein, mittlerweile schon Tradition bei mir, dass ich das auch immer mache. Kann eigentlich gar nicht daran vorbeigehen, wenn ich so einen Haufen sehe. Ich bin gerade erst so 2 Meter weiter und dachte mir, nein, den musst du auch noch dabei legen. Und fühlt sich auch immer noch gut an. Hier hat man auch mal einen freien Blick ins Tal, auf diese schönen Wiesenflächen da, die immer so klasse aussehen. Und zur anderen Seite erkennt man jetzt hier nicht ganz so gut durch den Wald. Dann sieht man, wie der Nebel im Tal noch festsitzt. Hier sieht man auch schön, wie gefroren der Boden ist. Und wenn man dann jetzt so eine freie Sicht hat wie hier, sieht man auf der anderen Seite die 2 Burgruinen, wo das Video wahrscheinlich letzte oder vorletzte Woche gelaufen ist.
gar nicht so weit weg, die Luftlinie hier. Aber geradelt bin ich an dem Tag auch um die 50 Kilometer gesamt. Wobei ich dann auch hier und da hingefahren bin. Aber hier mal so ein kleiner Rundumblick schon mal. Hier sind irgendwo Falken, würde ich sagen, so vom Pfeifgeräusch her. Seitdem ich da um die Ecke gekommen bin, gibt der so ein Warnsignal. Bin jetzt auch nicht der Top-Vogelkundler. Wie heißen die? Ornithologen, genau. Aber das hört sich an wie Falke. Guck mal, wenn man so knapp über dem Boden ist, das Weiße von dem Raureif hier oder dem Frost, dann mit dem Grün am Rand, wenn man hier so durchgeht, richtig schön. So schmal und schwer zu finden manchmal Wanderwege auch sind. Dieser hier ist mehr als gut zu erkennen, denke ich. Wenn man jetzt so hier in den Wald reinkommt, wieder auf die schmalen Wege, da sind auch diese großen Felsblöcke, so moosbesetzt. Und der sieht doch echt aus wie so ein Waldschrat mit einer runzligen Nase. Oder was meint ihr, wenn man das mal so sieht? Naja, ist vielleicht auch nur meine Fantasie. Das kennt ihr ja mittlerweile schon. Das ist richtig schön, weil ich hier mehr oder weniger eben gehe und nicht mehr so steil im Hang hänge. Was heißt im Hang? Ihr wisst, was ich meine, ne? Aber war schon recht steil. Und hier vorne liegt ein bisschen Schnee zwischen. Ach, das ist so herrlich. Ich würde am liebsten oben auf die großen Berge. Aber dafür, bin ich nicht ausgestattet. Aber ein bisschen Schnee ist auch mir hier vergönnt. Wenn auch nur ein bisschen. Aber vielleicht, ich gehe noch höher, ist oben noch mehr. Tatsächlich, es wird mehr und es kommt auch so ein kleines bisschen von oben. Ich freue mich gerade wieder, wie so ein kleines Kind. Selbst hier auf den Tannen sieht man es. Ah, schön. Ich weiß, wahrscheinlich nerv ich schon mit dem Weiß hier, weil es auch nicht viel ist. Aber das macht schon diese knarzenden Geräusche, wenn man läuft. Und kurz danach hat man wieder diese schmatzenden Geräusche von dem Schlamm. Aber es ist trotzdem super. Und hier sind ganz andere Spuren. Da wird wohl irgendwie ein Hund unterwegs sein, hoffe ich mal. So, wenn ich jetzt leicht hier rüber schwenke auf den gegenüberliegenden Berg, da sieht man die Ruine. Das ist aber noch ein ganzes End. Hätte ich gar nicht für möglich gehalten. Oder ist da noch eine Ruine? Ich schau mal. Momentan kann man sich nur an diesen roten Streifen orientieren, die ja eine Bäume sind, weil die hier wohl ordentlich abgeholzt haben bzw. Sturmschäden beseitigt haben und somit wahrscheinlich auch die offiziellen Markierungen weg sind. Aber ist gut so. Wie gesagt, ich bin ja schon dankbar, dass überhaupt Markierungen sind. Ein schöner Blick ins Tal. Muss aber erschreckend feststellen, dass man echt jetzt erst wieder ins Tal muss, um dann da hochzukommen. Das habe ich mir ein bisschen anders gewünscht. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Und da unten muss dann wohl diese Hotelanlage Falkenstein sein. Das sieht auch ganz nett aus. Natürlich auch mit dem Wanderparkplatz. Aber dann hätte ich viel verpasst hier durch den Wald. Muss man auch mal so sehen, weil der Weg ist ja auch immer so ein Erlebnis, ne? Es geht ja nicht nur darum, mal eben schnell an irgendeinem Ziel zu sein. Zumindest bei mir nicht. Letztendlich geht es ums Draußensein. Ich glaube, das trifft ziemlich genau. Ist wieder so eine kleine Ecke, wo man eine schöne Aussicht hat. Da unten ist dieses Tal, wo ich die Radtour gemacht habe, wo die Biber waren. Ich dachte, ich bin gar nicht mehr so hoch, aber das ist doch noch ein ganzes End höher, als ich dachte. Wobei ich jetzt schon ganze Zeit bergab laufe. Selbst so mit dem Nebel haben die Berge was. Es muss gar nicht mit Sonne ausgestrahlt sein. Selbst so ist es schön. Aber ich bin am Überlegen, ob es da vielleicht die Nacht auch leicht Regen gab, weil es sieht nach weniger Schnee aus als gestern. Vielleicht liegt es auch am Licht. Ich werde sehen, wenn ich mir die Bilder mal anschaue. Man kommt hier runter geschlittert, dann kommt man auf einen Elektrozaun zu. Hier vorne steht dann auch Vorsicht Elektrozaun, also bitte nicht ausrutschen und festhalten. Und dann Vorsicht Weidetiere. Verhaltensregeln, Kontakt zu Weidevieh vermeiden.
Ich hoffe, das Weidevieh weiß das auch, dass es da extra Regeln gibt. Weil so eine Kuh kuscheln, wenn die gebürstet sind, fühlt sich echt gut an, habe ich schon mal getestet. Aber wenn die mit ihrer riesen Zunge kommen, das ist schon unangenehm. Wie so, weiß ich nicht, 80er Schmirgelpapier. Aber ist ja nur ein kleines Stück. Ich denke mal, dass ich das unbeschadet überstehen werde hier. Immer ein bisschen Spaß dabei. Wenn man so alleine unterwegs ist, muss man auch über Sachen mit sich alleine lachen können. Und ich habe das hier halt immer. Zum Beispiel, wenn man ausrutscht, und das ist mir gerade passiert, und beide Arme zeichnen so nach rechts oben irgendwie so ein bisschen. Das erinnert mich dann immer an diese Footballstars in Amerika, wenn die da stehen und vor Publikum beide Arme nach rechts oben reißen. Solche Gedanken habe ich dann und muss dann natürlich auch lachen. Das gehört dazu. Ja, dort eine schöne Schutzhütte oder zumindest ein Unterstand. Aber ich muss hier weiter, genau. Oh, sieht aber toll aus hier. Das ist das, was man vorhin von oben schon gesehen hat mit der Hotelanlage. Das hat was. So, beim permanenten Wandern auf diesen geschotterten Wegen bergauf, da merkt man wieder Muskeln, die man sonst nie benutzt. Und wenn die sich jetzt schon bemerkbar machen, möchte ich gar nicht wissen, wie sich das morgen früh wieder anfühlt. Und jetzt geht's wieder mitten durch den Wald. Richtig schön bewachsen hier. Aber auch steil nach oben. Sag nur Heidewitzka, die Kamera halte ich jetzt gerade. Und jetzt zeige ich euch den Weg nach oben. So, ungefähr vom Winkel. Vorhin hatte ich Mütze, Halstuch, alles weg, Jacke offen. Dann hatte ich wieder Jacke zu. Halstuch dran, Mütze auf. Jetzt kann ich wieder alles rückgängig machen, weil mir ist so warm. Gibt's überhaupt nicht. Ich kann da oben schon schemenhaft das Haus erkennen. Ach, da rechts. Ja, da sieht man es richtig. Ach. Bin ich froh, dass keiner mit mir geht, der schneller ist oder hinter mir, der auch noch treibt. Ich hoffe, die Gastronomie hat heute geöffnet. Es ist Montag. Meistens ist ja Ruhetag. Aber wenn, gibt es erstmal einen schönen großen Pott Kaffee. Wasser habe ich mit, an Kaffee habe ich eigentlich keine Gedanken verschwendet. Wäre bei dem Wetter aber vielleicht auch nicht verkehrt für die nächste Runde. So, und die letzten Meter darf ich jetzt doch durch diese schöne, dünne Schneeschicht gehen. Man sieht zwar nicht, wo man hintritt, aber ich denke mal, das wird trotzdem machbar sein, ne? Ach, das ist so schön, Leute, ihr. Ja. In meinem Kopf ist gerade so ein kleines Feuerwerk. Gleich oben, die letzten Meter im Schnee hier. Das ist einfach klasse. Spuren im Schnee. Und nur meine. Also ist noch keiner unterwegs hier. Und so grün sieht es nach da hinten aus. Jetzt bin ich oben. Ruine geöffnet von 8 bis 20 Uhr. Gutes Schuhwerk erforderlich. Das Begehen des Weges erfolgt auf eigene Gefahr und kein Winterdienst. Da lasse ich mich doch gerne drauf ein. Ja, und hier geht es jetzt mehr oder weniger über Stufen erstmal nach oben. Ja, die Treppe hoch wollte ich eigentlich nicht groß filmen, aber ich komme hier gerade weiter und sehe immer mehr von den Bergen rundum. Und deswegen filme ich doch jetzt schon einmal. Wahnsinn. Und das ist hier dieses Hotel, was dazu gehört. Hier hat man das erste Mal einen schönen Blick auf die Ruine. So, hier die letzten Schritte zur Ruine. Von dieser Seite verschlossen. So sieht es von innen aus. Eigentlich, als wenn man da reingehen könnte. Ja, steht auch extra ein Hinweisschild.
Mal schauen, vielleicht ja von der anderen Seite. Aber das ganz Wesentliche für mich ist ja auch immer die Aussicht. Und die hat man hier wieder mehr als bombastisch. So, und hier jetzt nochmal das Schildchen von der Burg Falkenstein. 1277 Meter über dem Meere, höchstgelegene Burg Deutschlands. Erbaut 1059 vom Bischof von Augsburg, 1310 Vogtei Falkenstein. Bauernkriege 1525, Schwäbischen Bund erobert. Seit 1582 unbewohnt, 1646 von Tirol ausgebrannt, 1884 erworben vom König Ludwig II. Ja, also die Burgen hier in der Region hatten alle das gleiche Schicksal. Sie wurden ausgebrannt. Schien wahrscheinlich das einzige Mittel, was zu der Zeit irgendwie vorhanden war, um solche Anlagen zu vernichten. Das ist jetzt die Aussicht auf der Rückseite der Burg. Was hier besonders ins Auge fällt, ist nichts aus der Natur, sondern dort unten das Hotel mit seinem schönen Außenpool, der hier blau schimmert. Und wenn ich noch ein kleines Stück weiter gehe, komme ich wieder hier auf der vorderen Seite raus. Schön schneebedeckt. Es sind so 1-2 Zentimeter. Ist nicht die Welt, aber für mich ist es super. Ich freue mich. Ah, und hört mal. Weltklasse. Ja, und meine Tasse Kaffee bekomme ich jetzt hier im Hotel Falkenstein auch noch. Es ist so herrlich. Ich sitze draußen auf der Terrasse, die man vorhin ja schön von oben auch sehen konnte, mit einem herrlichen Ausblick. Die Serviererin war ein bisschen entsetzt, dass ich draußen sitzen wollte, weil es ja doch kalt ist. Aber es ist der totale Genuss. So entspannte Musik hier. Und schön mein Kaffee. Ja, meine Lieben, mit dieser herrlichen Fernsicht werde ich das Video jetzt beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Markus.